liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger und so weiter, ne? Ich will heute mal die neuen Regeln verständlich, also richtig erklären, wie man und das also damals in Harvard erklärt hat, also vor der Pandemie, ne? Also eigentlich ist es nur wichtig, Maske zu tragen. Das mit der Maske sollte man auch weiterhin machen, also wenn die Pandemie vorbei ist, nicht? Also weil wenn sie, sehen Sie mal, also im Bus und in der Bahn, also da sitzt und steht man ja und eng zusammen und da haben auch doch bestimmt auch schon mal eng im Bus gesessen, ne? Es ist Ihnen also bestimmt aufgefallen, dass es Menschen gibt, die da glauben mit dem Wirkstoff im 72-Stunden-Deo. Also da wäre es gut, wenn man das mit der Maske beibehalten. Aber nun zu den Regeln. Also heute mal für die Restaurants und Kneipen, also passen Sie auf, Sie dürfen rein, wenn Sie doppelt geimpft und getestet, genesen und getestet, dreifach geimpft, also geboostert, genesen und doppelt geimpft und genesen, geimpft, frisch doppelt geimpft, maximal 3 Monate ab dem Tag der zweiten Impfung, frisch genesen, maximal 3 Monate ab dem Tag des positiven PCR-Tests, genesen und frisch einmal geimpft und so weiter und so weiter. Also wir haben das jetzt mal noch etwas verifiziert, damit Sie auch jetzt gar nicht mehr durchblicken können. Also ab heute, 14.53 Uhr gilt, doppelt geimpft und genesen, aber nur, wenn Sie in einem Haus mit ihrer Nummer wohnen und der Hund kastriert ist. Klar? Gut. Genesen und getestet mit Zertifikat der IHK Bottrop. Dreifach geimpft, also geboostert, mit roter Pappnase zwischen 18 und 19 Uhr. Genesen und doppelt geimpft bei gleichzeitiger Einnahme von Riesling. Doppelt geimpft und genesen, das ist neu, wenn Sie eine blonde Frau zwischen 15 und 60 in Ihrem Supermarkt sehen. Geimpft, genesen, geimpft zusammen mit Steak und Salat, aber nur, wenn Sie zwischen 23 und 4 Uhr mit dem Hund Gassi gehen. Frisch doppelt geimpft, also maximal 3 Monate ab dem Tag der Zweitimpfung, mit Nachweis, dass die Mengenlehre in den Jahren 69 bis 71 in der Schule hatte. Ne? Das ist wichtig. Ne? Frisch genesen, also maximal 3 Monate am Tag der positiven PCR-Tests, mit Parteibuch demokratischer Parteien, also SPD, Grüne, Volt oder FDP, soweit sie in Frankfurt wohnen und mit mindestens 18 Jahre alt sind. Ne? Genesen und frisch einmal geimpft, maximal 3 Monate ab dem Tag der Impfung, mit Geburtsurkunde und Nachweis, dass ihre Vorfahren nicht aus Düsseldorf oder Offenbach sind. Nicht? Also, ich hoffe, ich konnte Ihnen das letzte Stück Klarheit nehmen und rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Also ich leite Sie dann an jemand weiter, der Ahnung hat. Ne? Also, aber bei der Gelegenheit, schauen Sie mal, das können Sie jetzt kaufen, gar mal droppen, das ist der Schlüsselanhänger. Ne? Also machen Sie es gut, ne? Ihr Gesundheitsminister. Ne? We'll be right back.